Herzlich willkommen in meiner Küche bei dem sechsten Teil meines Osterspecials und gleichzeitig auch meinem 100. Video. Da möchte ich mich vorher nochmal bei allen Abonnenten bedanken, dass ihr mir treu geblieben seid. Und ja, dann machen wir uns jetzt mal an das Osterlamm. Wir brauchen für den Teig 200 Gramm Milch, 100 Gramm Zucker, ein Ei, 40 Gramm Butter, einen Würfel Hefe, 500 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Salz, wenn man gerade da hat, auch zwei Rosinen für die Augen. Dann brauchen wir für die Füllung 150 Gramm Mohn. Ja, im Rezept steht jetzt 70 bis 90 Gramm Milch. Ich habe dann die Mitte genommen, 80 Gramm. 25 Gramm Butter, die sollte zimmerwarm sein. Und 40 Gramm Zucker. Wir starten mit dem Teig. Dafür nehmen wir unsere Milch. Und dann Zucker. Auch die Butter kommt schon rein. So, die Hefe. Die natürlich wieder so ein bisschen zerbröseln, dass sie schon klein wird. So. Und das stellen wir jetzt erstmal an. Und zwar für 2,5 Minuten. Temperatur 40 Grad und Motorstufe 1. Als nächstes geben wir unser Mehl, das Salz und das Ei dazu. Mein Salz habe ich hier schon mit bei. Mal ein bisschen aufpassen, dass nicht alles daneben geht. Knetstufe. Nun nehmen wir uns eine große Schüssel dazu und geben da unseren Teig rein. Ich zeige euch einmal, wie der ausschaut. Moment, schaut er noch ein bisschen klebrig aus. Ich glaube, ich gebe auch daher ein bisschen Mehl in meine Schüssel rein. Damit ich ihn hinterher auch leicht wieder rausbekomme. Er ist relativ fest. Also zerbröselt nicht direkt, das finde ich auch schon mal ganz gut. Vor allem mit dem, was wir gleich vorhaben. Jetzt wird es ein bisschen schmierig. Damit wir den Teig beim Messer auch noch wegbekommen, löse ich das Messer. Immer aufpassen auf eure Finger. Ich stelle mal den Mixtopf zur Seite, dass ihr was sehen könnt. Alles werde ich jetzt nicht abbekommen, aber ich denke mal, ein Großteil sollte runter sein vom Messer. So, ich stelle das Messer eben zur Seite. Jetzt hole ich den restlichen Teig aus dem Mixtopf. Der Teig muss jetzt gleich an einem warmen Ort für 30 Minuten zugedeckt stehen. In der Zwischenzeit können wir unseren Mixtopf sauber machen und die Mohnfüllung vorbereiten. Ich hole euch gleich wieder dazu. In der Zeit, wo unser Teig zur Seite ist und gehen muss, können wir schon mal die Mohnfüllung fertig machen. Und zwar fangen wir dann an mit dem Mohn. Ihr solltet darauf achten, dass der Mixtopf komplett trocken ist von innen. Auch unter Messer am besten einmal ausbauen, alles trocken machen.
und dann erst unseren Mohn reingeben. Denn den müssen wir jetzt erst einmal mahlen. Und zwar 30 Sekunden. Auf Stufe 9. Staub, so ähnlich wie bei Zucker, aber das war jetzt hier nicht der Fall. Ich zeige euch das Ergebnis. Also ich muss jetzt gestehen, ich kann jetzt großartig, ja doch, es ist ein bisschen feiner. Ich wollte erst sagen, ich kann keinen Unterschied feststellen, aber doch beim genauen Hinschauen ist es schon feiner geworden. Der Rest runterfällt. Jetzt geben wir einfach unsere restlichen Zutaten hinzu, das heißt die Milch, unseren Zucker und auch die Butter. Na, komm raus da. So, den Behälter natürlich nicht. So. Das Ganze jetzt für 5 Minuten. Temperatur 90 Grad, ich glaube 80 Grad reichen bei Kali. Und Motorstufe 3. Alles einmal verrühren. Ich fülle unsere Mohnmischung schon mal um. So habe ich es danach einfacher, ihn auf den Teig zu bringen. Auch so eine fertige Mohnmischung. Ich denke mal, die könnte man dafür auch nehmen. Temperatur würde ich nächstes Mal noch wieder weiter runtergehen. Es sind wieder Brandflecken drin. Also ich hatte ja schon von 90 Grad auf 80 Grad. Aber ich denke mal, da können wir dann noch weiter runter. Ich habe jetzt gleich alles raus aus dem Topf. Oder so viel, wie man jetzt rausbekommt. Es sitzt natürlich unter dem Messer noch ein bisschen was fest. Das bekomme ich jetzt so nicht weg. So, das wäre unsere Masse dann für das Osterlamm. Und jetzt warten wir darauf, dass unser Teig fertig gegangen ist. Der Teig ist jetzt fertig. So schaut er nun aus. Und jetzt müssen wir hingehen, ein sauberes Trockentuch nehmen, das gut mit Mehl einreiben. Ich verteile das noch ein bisschen mit der Hand. Bin ich gleich mal auch gespannt, ob das funktioniert mit dem Lamm. Ausprobiert habe ich es vorher selber mal wieder nicht. So, ich denke, das hier reicht jetzt. Und da geben wir jetzt unseren Teig drauf. Drückt den vorher schon mal so ein bisschen an,
Jetzt müssen wir ihn rechteckig ausrollen. Das war mein Messer. Ich habe mir gleich schon alles bereitgelegt. Und irgendwie lege ich das immer dahin, wo ich es nicht gebrauchen kann. Mein Mund zur Seite stellen. Jetzt passt das hier nicht. Na, ja doch. Man kann es mal wieder hochklappen. Lässt sich eigentlich relativ gut verarbeiten, der Teig. Ich ziehe mal ein bisschen dran, damit ich hier in die Ecke auch dran komme. Versuche das Trockentuch darunter noch ein bisschen gerade zu ziehen, damit wir nicht so Falten bekommen. Das schaut auch ganz gut aus. Ist auf jeden Fall rechteckig, man kann es erkennen. Jetzt geben wir unsere Mondfüllung da drauf. So, ich habe mir jetzt schon was bereitgelegt. Und zwar habe ich hier vier Torten eigentlich. Ich teste mal, ob das hierfür auch geht. Ja, es ist ein bisschen fest. Dann werde ich mal eben was anderes dazu holen. Einen Moment. Und zwar mache ich das dann ganz gerne mit dem Tortenheber. Lässt sich leider relativ schwer verteilen. Ich weiß nicht, wie das bei einer fertigen Mischung ausschaut, ob es dann leichter funktioniert. Aber der Teig, der geht auch mit. Das finde ich jetzt natürlich nicht so toll, weil ich auch nicht möchte, dass ich ein Loch in den Teig reinreiße. Also in jeder Ecke werde ich die Füllung jetzt nicht bekommen. Das ist jetzt schon absehbar. Aber ich möchte doch schon gucken, dass ich es nach hier unten so ein bisschen noch gestrichen bekomme. Vielleicht ist es auch sinnvoll, wenn man anstatt 80 Gramm Milch 90 Gramm Milch verwendet. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen streichzarter. Na gut, ich habe dann halt hauptsächlich hier hinten meine Mondfüllung. Ich denke mal, dass unser Lamm aber trotzdem funktionieren wird. Daran soll es hoffentlich nicht scheitern. Und zwar müssen wir jetzt unseren Teig hier richtig schön aufrollen. Am besten auch mal ein bisschen mit andrücken. Jetzt zeigt sich auch, ob ihr
das Handtuch bzw. Trockentuch gut eingemehlt habt, dann könnt ihr das so wie ich jetzt so richtig schön aufrollen. Der Teig klebt nicht fest. Ich drücke die, ja, den Lappen hätte ich jetzt beinahe gesagt, den Teig noch ein bisschen fest, dass sie sich so ein bisschen verbinden. Jetzt können wir auch schon mal unseren Backofen auf 180 bis 200 Grad vorheizen. Ich nehme 180, da ich mit Umluft arbeite. Ein Backblech mit Backpapier habe ich mir schon bereitgelegt. Und jetzt sollen wir ungefähr 1,5 cm dicke Stücke daraus schneiden. Ah, jetzt habe ich was vergessen. Tja, eine Art ganz gut, dass ich jetzt hier nicht überall Mohn dran habe. Weil eigentlich hätten wir ein Viertel vom Teig weglegen müssen. Das brauchen wir für die Beine, für den Kopf und für den Schwanz. Ich schneide jetzt hier einfach mal ein dickes Stück weg. Wenn da jetzt ein bisschen Mohn drin ist, ist auch nicht schlimm, dann sind es halt gefüllte Beinchen. Also normalerweise merken, legt euch ein Viertel vom Teig zur Seite. So, jetzt dünne Scheiben schneiden. Ich lege die erstmal grob aufs Backblech und werde es dann gleich noch versuchen, ein bisschen zu verschönern. Da ich jetzt auch nicht genau weiß, wie viele Rollen ich rausbekomme. Sollen halt versuchen, jetzt einen Körper zu formen mit den Schnecken. Wir werden nachher sehen, ob es mir gelungen ist. Ist halt ein bisschen aufwendiger von der Arbeit her, aber ich denke mal, wenn das Ergebnis nachher stimmt, dann ist es das auch dicke wert. Denn sowas hat nicht jeder auf seinem Tisch stehen. Auch wenn man irgendwo eingeladen ist und die fragen, Mensch, kannst du nicht einen Kuchen oder so mitbringen? Und wenn da auch Kinder halt im Haushalt sind, ich denke mal, da kommt so ein süßes Mohnlamm mit Sicherheit sehr gut an. Wie gesagt, ich lege es jetzt erstmal nur grob aufs Backblech. Die Feinheiten versuche ich dann gleich zu machen. Ich muss auch dazu sagen, in Kunst war ich noch nie gut. Ich hoffe, dass da jetzt gleich einigermaßen was Gutes rauskommt. Zwei kriege ich jetzt noch und dann versuche ich das gleich schon mal ein bisschen zu formen, bevor ich dann an Kopf und Beine und das kleine Schwänzchen gehe. Ich versuche das hier mal eben so ein bisschen wegzunehmen. So, dann testen wir jetzt mal. Ich muss mir eben meine Vorlage so ein bisschen fixieren.
Seht ihr mich eigentlich noch? Ja. Putsch mal noch ein bisschen rüber. So, die Mondschnecke auch ruhig ein bisschen andrücken. Das wird aber gleich automatisch auch noch durchs Backen passieren. Da gehen die ja auch noch auf. Mich ärgert jetzt natürlich wieder, dass ich hatte es zwar gelesen mit dem Teig, dass ich ein Viertel zur Seite stellen soll, aber dann wieder nicht dran gedacht habe. Kann ich mich mal tierisch drüber ärgern, weil ich möchte es eigentlich schon perfekt haben, aber ist jetzt nicht mehr zu ändern. Ich denke mal, vom Geschmack her ist das nicht schlimm, es wäre nur eine optische Sache. So, das wäre jetzt im Grunde mein Körper. Jetzt schiebe ich das Blech mal ein bisschen hoch. So. Ich knete ihn noch mal so ein bisschen durch. Teile das jetzt nochmal, was ich hier in der Hand habe. Das wären nämlich jetzt die Beinchen. Im Grunde ist es eigentlich gar nicht schlimm, dass da Mohn mit durch ist. Kriegt wenigstens jeder, der ein Stück davon isst, auch eine Mohnfüllung mit ab. Hier wird einfach alles damit dran gelegt. So, das sind schon mal unsere Hinterbeine. Ist unser Lamm halt durch eine Pfütze gelaufen, das schwarze Beinchen hat. Man muss bei den Ausreden nur kreativ genug sein, dann glaubt man einem das auch. So, jetzt versuche ich mich an den Kopf. Und da könnt ihr entweder nachher als Augen zwei Rosinen nehmen. Oder wenn ihr genug Mohn da habt, könnt ihr auch aus Mohn die Augen machen. Ich nehme aber aus Rosinen. Ich habe sowieso eine Tüte geöffnet. Ich versuche nur so ein bisschen das Gesicht einigermaßen zu formen. Kommen ja gleich auch noch die Öhrchen drüber. Und so wie ich das sehe, ist mein Gesicht für den Körper wieder viel zu klein. So, jetzt muss ich noch die Ohren eben machen. Wenn man jetzt überlegt, das ist das 100. Video, was ich jetzt schon für euch hier gemacht habe. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Eigentlich wollte ich nie Videos machen. Das war ganz dumm durch Zufall. In der Gruppe bei Facebook gab es einen Wettbewerb. Wer am meisten Videos oder Fotos gemacht hatte von Rezepten, der konnte ein Kochbuch gewinnen. Und das wollte ich gerne haben. Und das war der rollende Stein, der alles in Schwung gebracht hat hier bei mir. Es macht mir viel Spaß. Im Moment habe ich auch die Zeit dafür. Und ja, ich freue mich halt, wenn ich euch ein bisschen den Kali näher bringen kann, euch Ideen zeigen kann, was man alles mit dem Kali machen kann. Weil es ist ja auch schade, wenn man so eine Maschine zu Hause stehen hat und nicht weiß, was man damit machen soll oder machen kann. Ich denke mal, dafür sind die auch zu teuer, auch wenn sie nicht so teuer ist wie das Originalgerät. Aber auch das hier, der Kali, also ich habe für meinen bei Real 279 Euro bezahlt. Das ist für mich auch schon eine Menge Geld. Und dann, wie gesagt, ist es schade, wenn das Gerät nur rumsteht und dann wieder verkauft wird, weil man nicht weiß, wie man es nutzt. So, das wären jetzt die Vorderbeine. Ich hoffe, man kann hinterher erkennen überhaupt, dass es ein Lamm werden soll. Ein süßes Mohn-Osterlamm. Das Rezept habe ich übrigens auch wieder aus der Rezeptwelt. Jetzt steht gerade nicht da drauf, von wem genau das ist. Doch von der Liesel 199. Die hat das eingestellt. Ich glaube schon letztes Jahr zu Ostern. Es steht gerade kein Datum dabei. Aber ich finde es eine super Idee. Habe ich so auch noch nirgends gesehen. Ja, ein bisschen mickrig jetzt, ne? Gucken, ob ich noch ein bisschen was dran machen kann.
Weil auch wenn mein Lamm jetzt nicht mehr perfekt wird, aber die Beine sollten ungefähr gleich groß sein. So, und den Rest nehmen wir jetzt für das Stummelschwänzchen. Ich bin schon auf das Ergebnis ganz gespannt, wie hoch oder wie dick noch die Schnecken werden. Und jetzt hinten noch ein bisschen dran quetschen, weil mein Backblech ist ein bisschen zu klein oder ich muss es schräg legen. Das dürfte auch gehen. So, das ist das Stummelschwänzchen. Jetzt kommen noch die Rosinen für die Augen. Eindrücken. Ich finde, irgendwie hat mein Lamm vom Gesicht her eher was von einem Hund. Naja, abwarten, wie es nachher gebacken ausschaut. Ich werde es jetzt nun auch so schräg liegen lassen. Drücke es noch ein bisschen an. Ich hoffe, dass sich dann so nachher auch alles verbindet und nichts aufgeht von den Rollen. Ich warte jetzt darauf, dass mein Backofen komplett vorgeheizt ist und dann kommt das Ganze für 20 bis 25 Minuten in den Ofen. Bis gleich! Das ist das Ergebnis von meinem 100. Video. Mein süßes Mohn-Osterlamm ist fertig. Nochmal einen ganz lieben Dank an die Manuela. Durch sie bin ich halt erst darauf gekommen, überhaupt Videos zu drehen. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu, abonniert vielleicht meinen Kanal. Und bis zum nächsten Video.